Moin Autopflegefreunde, heute möchte ich euch mal unsere neue Community-Plattform Discord vorstellen und euch erklären, wie ihr euch dort registrieren und dann auch an unseren Streams oder an spannenden Unterhaltungen rund um die Autopflege teilnehmen könnt. Außerdem wird es ein Gewinnspiel auf unserem Discord-Server geben, um euch vielleicht noch mal ein bisschen extra zu motivieren, euch dort anzumelden. Nach dem Intro geht's los, viel Spaß! Ihr habt uns schon oft gefragt, ob wir nicht eine Plattform schaffen können, auf der sich die Community austauschen kann. Wir haben uns da doch sehr viele Gedanken drüber gemacht, welches Tool dafür jetzt am besten geeignet ist. Natürlich waren Facebook, WhatsApp, Telegram und viele weitere Plattformen im Gespräch, aber letztendlich hat sich dann einfach Discord durchgesetzt. Was die Vorteile von Discord sind, wie es funktioniert und was ihr beachten müsst, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Das Wichtigste zuerst, Discord ist ein komplett kostenloser Online-Dienst, mit dem ihr euch mit den anderen Community-Mitgliedern in privaten und öffentlichen Chats und in Sprach- und Videokonferenzen austauschen könnt. Es funktioniert also wie Zoom, WhatsApp und ein Online-Forum in einem eigentlich. Ihr habt die Möglichkeit, zum Beispiel eure neuesten Poliererfolge zu teilen oder wenn ihr eine Frage zu einem aktuellen Problem habt, dann könnt ihr die da problemlos stellen und ich, andere Experten oder die ganze Community kann euch dann dabei helfen. Dabei ist es auch völlig egal, ob ihr Discord auf dem Handy oder am PC bedient. Es klappt sogar rein in eurem Browser. Wenn ihr möchtet, müsst ihr also nicht mal eine App oder ein Programm runterladen. Für uns ist eine Funktion besonders interessant, die Möglichkeit, sich über Sprach- und Videochat auszutauschen. Dadurch können wir euch ganz unkompliziert in unsere Livestreams einschalten. Theoretisch könntet ihr sogar mit eurem Smartphone an eurem Auto sein und uns live euer Baby zeigen. Also das klingt schon mal richtig cool, finde ich. Die Möglichkeiten sind da eigentlich fast unbegrenzt. Unser Ziel ist es, dass ihr euch dort eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit austauschen könnt, wenn ihr möchtet. Es werden sich mit Sicherheit irgendwann Gewohnheiten einspielen und wir machen vielleicht auch irgendwann feste Termine. Sowas wie feste Sprechstunden mit uns oder feste Termine für die Livestreams. Aber im Moment ist da alles noch recht locker. Wir werden uns da alle gemeinsam reinfinden und dann wird es dort nach und nach immer belebter. Das hoffe ich zumindest. Dieses Video soll auf jeden Fall dazu beitragen. Jetzt, wo ihr schon mal wisst, was Discord im Groben ist, sollten wir das Ganze mal ausprobieren. Um Discord zu nutzen, müsst ihr euch dort anmelden. Dafür ladet ihr euch die kostenlose App im App Store oder im Google Play Store runter. Seid ihr am PC, besucht ihr discord.com und ladet entweder das Programm runter oder startet direkt im Browser. Für die Anmeldung müsst ihr nicht sehr viele Daten preisgeben. Der Anmeldeprozess ist in weniger als einer Minute gemacht. Wählt euch einen Nutzernamen und ein Passwort und schon seid ihr fertig. Um alle Funktionen in Discord nutzen zu können, müsst ihr dann noch eure E-Mail-Adresse bestätigen. Ihr bekommt nach der Anmeldung einen Link zugeschickt. Klickt auf den großen Button und schon ist die Mail-Adresse bestätigt. Das war's auch schon. Jetzt könnt ihr Discord direkt als Instant Messenger nutzen, also quasi als WhatsApp-Ersatz. Ihr könnt Freunde hinzufügen und mit ihnen schreiben oder per Ton und oder Video quatschen. Richtig interessant wird Discord aber erst durch die Server. Das sind ausgewählte Bereiche, die ihr über einen Einladungslink betreten könnt. Der Link zu unserem Auto-Lifestyle-Server findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt ihr auf den Link, öffnet sich automatisch eure Discord-Anwendung und ihr könnt den Server betreten. Jetzt stehen euch in diesem Bereich alle von mir eben beschriebenen Anwendungen in Bezug auf Auto-Lifestyle zur Verfügung. Wichtig ist jetzt am Anfang zu verstehen, dass ihr jetzt quasi zwei Bereiche habt. Der eine Bereich ist euer privater Teil. Hier landen alle Freundschaftsanfragen und Direktnachrichten von anderen Usern. Es kann passieren, dass sich jemand aus der Auto-Lifestyle-Community direkt an dich wenden möchte. Diese Nachrichten sind dann nicht öffentlich und nur zwischen dir und dem anderen User. Das alles spielt sich dann in dem privaten Bereich ab. Alles, was auf dem Auto-Lifestyle-Server passiert, ist öffentlich und kann von uns und den anderen Mitgliedern eingesehen werden. Das ist eigentlich der entscheidende Teil, den man bei Discord verstehen muss. Hat man das verstanden, ist der Rest eigentlich ein Kinderspiel. Als erstes gehen wir über das Zahnrad in die Einstellung.
Hier wäre es schön, wenn ihr als erstes einen Avatar hochladet. Das kann ein Bild von euch sein. Wer sich nicht zeigen möchte, der kann hier auch sein Fahrzeug oder etwas anderes hochladen. Ich finde es immer nett, wenn man hier etwas von euch sieht, das eure Persönlichkeit widerspiegelt. Hier unten seht ihr dann euren Benutzernamen. An diesen wird eine Zahl angehangen. Diese wurde automatisch generiert. Wenn ihr jemanden in eure persönliche Freundschaftsliste aufnehmen möchtet, dann braucht ihr diesen Namen mit der angehangenen Nummer. Alternativ könnt ihr aber auch Leute vom Server hinzufügen, wenn sie zustimmen. Als nächstes sollten wir uns die Privatsphäre-Einstellung ansehen. Hier könnt ihr entscheiden, ob euch beispielsweise Community-Mitglieder direkt anschreiben können. Das wäre dann hier direkt die erste Einstellungsmöglichkeit. Möchtet ihr das nicht, deaktiviert einfach diesen Haken. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter. Lest euch wie gesagt hier alles aufmerksam durch und trefft die Einstellung so wie ihr selbst mögt. Ein weiterer wichtiger Bereich ist hier Sprach- und Videochat. Hier triffst du alle Einstellungen, damit wir dich in den Sprachchats auch richtig verstehen können. Wähle hier die richtigen Ein- und Ausgabegeräte und teste deinen Ton. Das gleiche machst du mit den Videoeinstellungen. Als letztes möchte ich dann noch auf den Bereich Benachrichtigungen eingehen. Hier kann Discord manchmal sehr penetrant und nervig sein. Wählt hier zum Beispiel aus, wann Discord einen Ton abspielen soll, sonst bekommt ihr auf aktiven Servern gefühlt alle 2 Sekunden einen Benachrichtigungston abgespielt. Das war es auch schon mit den wichtigsten Einstellungen. Schauen wir auf den Server. Diesen betretet ihr mit dem Klick auf unser Logo. Wenn ihr das Logo nicht seht, dann hat etwas mit dem Einladungslink nicht geklappt. Probiert es dann einfach nochmal. Ihr landet zuerst auf einem Willkommensbildschirm. Bevor ihr auf dem Server etwas machen könnt, müsst ihr in den Regeln-Channel wechseln. Dort lest ihr euch alles genau durch und bestätigt dann mit Klick auf den Haken. Jetzt könnt ihr alle Bereiche des Servers nutzen. Ihr seid jetzt, wie gesagt, in einem neuen Bereich. Alles, was ihr hier schreibt, wird von den anderen Mitgliedern unserer Community gesehen. Auf dieser Seite seht ihr alle Community-Mitglieder aufgelistet. Diese sind aufgeteilt in User, die online und die, die offline sind. Besondere Mitglieder sind nochmal in einem gesonderten Bereich aufgeteilt. So könnt ihr immer sehen, ob beispielsweise ein Administrator online ist, der euch mit euren Problemen helfen kann. Auf Discord werdet ihr immer wieder auf den Begriff Bot stoßen. Das sind automatisierte Programme, die Abläufe verbessern können. Diese werden von den Serverbetreibern eingerichtet, um euch zu helfen. Wundert euch also nicht, falls ihr mal von so einem Programm angeschrieben werdet. Meist haben die Bots wichtige Informationen für euch. Wir nutzen zum Beispiel Bots, um euch darüber zu informieren, dass ein neues Video von uns veröffentlicht wurde oder beispielsweise wie hier, um euch auf dem Server zu begrüßen. Und hier ist dann das Herzstück des Servers, die Liste aller Channels. Es gibt Channels, die haben einen festgesetzten Inhalt, der nicht geändert werden kann. Ein Beispiel sind hier die Regeln oder das Impressum. Diese Channels sind nur dafür da, um euch dauerhaft Informationen zur Verfügung zu stellen. Mehr soll mit diesem Channel nicht gemacht werden. Es gibt außerdem Channels, da werden Neuigkeiten veröffentlicht, so wie dieser Channel. Hier wird jedes neu veröffentlichte Video automatisiert von einem Bot gepostet. Aber die wichtigsten Channels sind die, wo ihr interagieren könnt. Diese Channel teilen sich in 2 Funktionen. Zum einen gibt es die Text-Channel. Hier könnt ihr chatten, Bilder austauschen oder Links teilen. Und dann gibt es Channels, da könnt ihr quatschen oder per Videochat abhängen. Ihr seht an dem Symbol, welche Art Channel es ist. Jeder dieser Channels hat eine andere Funktion. Und du hast nicht immer Zugriff auf jeden Channel. Wenn wir uns im Livestream unterhalten, dann nutzen wir dafür den Stream-Channel. Das ist ein Sprach- und Video-Channel. Dort befinden sich alle Teilnehmer des Livestreams. Diesen können dann logischerweise nur bestimmte Leute betreten, damit wir nicht ständig während der Livestreams gestört werden. Wir haben uns für die Livestreams ein System mit Warteraum überlegt. Diesen findet ihr hier. Möchtet ihr am Stream teilnehmen, könnt ihr in den Warteraum gehen. Innerhalb des Warteraums könnt ihr euch auch mit anderen Leuten austauschen, die sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Warteraum befinden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, euch mit in den Stream-Channel hineinzuholen. Das machen wir immer dann, wenn es inhaltlich gerade passt und wir einen neuen Impuls gebrauchen können. Ihr habt dann die Möglichkeit, in diesem Channel mit uns zu quatschen. Wenn es Zeit für den nächsten Gast ist, verabschieden wir euch in den Fertig-Channel.
Ihr habt jetzt die Möglichkeit, wieder in den Warteraum zu gehen, falls ihr erneut am Stream teilnehmen möchtet. Oder ihr schaut einfach weiter den Stream passiv an. Das war ja auch schon unser Crashkurs zu Discord. Natürlich gibt es noch viel mehr Funktionen zu entdecken. Das ist aber auch Teil des Spaßes und deshalb nehme ich das an dieser Stelle nicht vorweg. Ihr solltet jetzt gut vorbereitet sein, um euch auf unserem Server zurechtzufinden. Natürlich ist so ein Server nie starr, sondern genau wie unser YouTube-Kanal ständig im Wandel. Wir wollen uns immer verbessern und sind da auch auf euer Feedback angewiesen. Um euch jetzt noch ein bisschen extra zu motivieren, dem Ganzen mal eine Chance zu geben, habe ich passend zu unserem aktuellen Autowax XXL-Test ein Gewinnspiel geplant. Verlosen möchte ich ein schönes Autowax-Set, bestehend aus meinen aktuellen Produktfavoriten. Als Wachs bekommt ein glücklicher Gewinner das Surf City Garage Barrier Reef. Das riecht sehr, sehr angenehm, ist total einfach in der Verarbeitung und hat auch in unserem Test recht gut abgeschnitten. Für den Auftrag bekommt der Gewinner dann außerdem zwei Waxing Moon Deluxe. Die Mikrofaserapplikatoren sind bestens für den Auftrag von Wachsen geeignet. Und zu guter Letzt muss man das ganze Wachs dann natürlich noch auspolieren. Dafür verwende ich gerne den Crazy Bag. Das ist ein sehr, sehr weicher Mikrofaserhandschuh, mit dem man das Wachs sehr komfortabel auf Hochglanz polieren kann. Ihr bekommt also alles, was ihr braucht, in diesem Set zusammen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf den Server zu kommen und dann in den Gewinnspiel-Channel zu kommen. Dort müsst ihr dann nur diese kleine Gewinntüte anklicken. Das geht ganz einfach. Zeit habt ihr bis zum 3.6., das ist ein Donnerstag, um 18 Uhr, also jetzt noch ungefähr eine Woche. Macht da auf jeden Fall gerne mit. Das ist ein tolles Set für alle, die Autowax mal ausprobieren möchten. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich jetzt dafür entschieden hast, dem Ganzen mal eine Chance zu geben. Es wird vielleicht etwas dauern, aber über die Zeit schaffen wir bestimmt einen sehr schönen Ort, an dem ihr euch austauschen und gegenseitig helfen könnt. Du hast jetzt die einmalige Chance, ganz am Anfang dabei zu sein und den Ort aktiv mitzugestalten. Das ist doch schon mal was. Ich hoffe, ich sehe euch alle bald auf unserem Discord-Server. Auch bei diesem Video ist natürlich deine Meinung in den Kommentaren gern gesehen. Und auch ein Däumchen wäre sehr hilfreich. Wie immer bleibt mir dann nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und gesund. Wir sehen uns auf dem Discord-Server. Euer Moritz von Auto Lifestyle.